Vorhin standen zwei Männer bei mir vor der Tür wegen des Rundfunkbeitrages und haben mir gesagt, dass ich seit geraumer Zeit meinen Rundfunkbeitrag nicht bezahlt habe. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, das ist mir bekannt. Und sie haben mich gefragt, ob ich ihn bezahlen kann. Und dann habe ich gesagt, ich werde ihn nicht bezahlen. Und dann haben sie gesagt, okay, haben sich irgendwas aufgeschrieben und haben gesagt, dann werden wir das mit anderen Mitteln lösen oder andere Konsequenzen folgen lassen. Und dann habe ich gesagt, das können sie tun, wenn sie das tun wollen. Und dann sind sie wieder gegangen. Und ich teile das mit euch, weil ich es satt habe, etwas zu tun, wohinter ich nicht stehe. Ich habe es satt, zu Dingen Ja zu sagen, deren Sinn ich nicht verstehe, nicht sehe, die mich klein halten, die versuchen mich zu unterdrücken, die versuchen mir Angst zu machen, die mir weismachen wollen, ich muss gewisse Dinge tun, damit ich hier leben kann. Ich habe einfach die Schnauze voll davon, nicht das zu sagen, was ich wirklich denke und meine Wahrheit zu sprechen und zu leben. Und ich bin bereit, jede Konsequenz in Kauf zu nehmen, mittlerweile, die das vielleicht nach sich ziehen wird. Aber mit Selbstliebe kommt auch eine gewisse Stärke in sich selbst und ein gewisses Vertrauen in sich selbst und ein gewisser Frieden damit, die Konsequenzen oder den Konsequenzen zu begegnen, vor denen du früher immer Angst hattest. Und das ist das Ding. So viele Menschen zeigen auf andere Menschen und sagen, ja, du lässt dich ja von deiner Angst steuern und ne, es gibt so viele Menschen, die machen einfach alles aus Angst. Und das ist auch wahr, aber diese Menschen können nicht anders. Und die Frage ist, kannst du anders? Wo tust du noch Dinge aus Angst? Und wenn du eine andere Welt haben willst, und ich glaube, wir alle wollen das, eine Welt, wo wir nicht unterdrückt werden, wo man uns nicht manipuliert, wo man uns nicht kontrolliert, wo man uns nicht versucht, Angst zu machen, dann müssen wir schauen, wo wir aus Angst zu Dingen Ja sagen, obwohl wir sie eigentlich oder obwohl wir dieses Ja eigentlich nicht wirklich so meinen. Und ja, das ist beängstigend, weil das betrifft dann eben auch solche Dinge wie den Staat oder überhaupt die Politik und wie wir denken, dass man so lebt und wir einfach gewisse Dinge bezahlen oder tun, weil man das halt so macht. Aber tief in jedem von uns liegt da eben diese Angst, weswegen wir es eigentlich tun. Aber wir verändern diese Welt nur, wenn wir den Mut dazu haben, negative Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Die Stärke haben, uns selbst zu leben und vor allen Dingen das zu sagen, was wir wirklich denken. Und uns selbst in der Angst halten zu können. Ja, und ich teile das mit dir, weil ich weiß, oder mit euch, weil ich an uns glaube. Ich glaube an uns. Ich glaube an uns alle, dass wir es schaffen, diese Welt zu verändern, indem wir alle bereit sind, Nein zu sagen zu den Dingen, zu denen wir bisher Ja gesagt haben, weil wir Angst hatten. Und wie gesagt, wir bereit sind, alle möglichen Konsequenzen in Kauf zu nehmen, weil wir wissen, dass das Wichtigste ist, das Allerwichtigste ist, dass wir uns selbst leben, dass wir wir selbst sind und dass wir unsere Wahrheit sprechen. Egal, was das mit anderen macht oder wie das nach außen hin aussieht. Ja.